Und unser Marktinterview jetzt mit Fidel Helmer, Kapitalmarktexperte von Hauck und Aufhäuser. Damit geht's nochmal nach Frankfurt. Herr Helmer, der DAX hat gestern wieder einmal ein Allzeithoch erreicht. 3 Allzeithochs in einer Woche. Was heißt das jetzt? Wird die Luft jetzt langsam dünner oder ist da noch Pfeffer dahinter? Sehen Sie noch Potenzial? Ja, guten Morgen, Herr Groß. Ja, Ben Bernanke hat gestern die Märkte schon überrascht. Er hat die Zinsen weiter niedrig gelassen und hat auch das Rentenrückkaufsprogramm von 85 Milliarden Dollar pro Monat nicht gekürzt. Die Märkte hatten das eigentlich erwartet, dass hier ein Einstieg in den Ausstieg stattfinden wird. Wäre eigentlich Preis gewesen, das ist nicht passiert. Und das hat dann letzten Endes die Märkte wegen der weiterhin hohen Liquidität, die zur Verfügung steht, nach oben katapultiert und zu neuen All-Time-Highs geführt. Ich denke, dass hier durchaus eine Blasenbildung möglich ist und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass wenn es einen Rückschlag jetzt im DAX gibt, auch bei diesem hohen Stand, dass der Rückschlag dann auch etwas heftiger ausfallen wird. Was bedeutet das? Also Blase und Börse, das hat man ja überhaupt nicht gern, diese Kombination. Aus einer Blase kann ja die Luft auch langsam entweichen. Ich denke, das Schlimme ist, wenn es jetzt wirklich schlagartig entweicht, dann führt es zu Verwerfungen. Wie weit kann es dann runtergehen? Womit rechnen Sie im schlimmsten Fall? Ja, es kann schon deutlich nach unten gehen und deutlich verstehe ich dann 400-500 Punkte. Aber bis jetzt stehen die Ampeln immer noch auch grün, auch wenn wir mal einen schwächeren Tag haben. Jetzt ist heute ja so ein ganz besonderer Tag, der Freitag, an dem verschiedene Terminkontrakte auslaufen, Wetten auf Einzelwerte, Wetten auf Optionen. Und weil es eben 3 sind, die an einem Tag stattfinden, nennt man das Ganze dann Hexensabbat. Und jeder sagt, hoppala, da halte ich mich jetzt mal lieber als Privatanleger fern. Gibt es heute noch Auswirkungen oder haben wir eigentlich schon die Woche gesehen, dass da sehr viel im Vorgriff auf diesen dreifachen Verfall passiert ist? Ja, sicherlich ist schon sehr viel im Vorgriff passiert. Aber wir haben halt in den letzten Wochen und letzten Tagen stetig nach oben kletternde Kurse gehabt. Und da wurden sicherlich viele negativ überrascht, vor allem weil sie eben auch dachten, dass Ben Bernanke in Amerika anders agiert, als er es letzten Endes getan hat. Und so kann man sich schon darauf einstellen, dass hier noch einige Eindeckungen notwendig sind. Und die werden zumindest dazu helfen, dass sich der DAX weiter stabilisiert. Eindeckungen auch beim Euro. Wir hatten ja gesehen, jetzt hier gerade mit der FED-Entscheidung, der Dollar nochmal geschwächt, der Euro damit nach oben geschossen. Über Nacht 2 Cent. Das sind also Bewegungen, die man wirklich nicht alle Tage sieht. Sind die Kurse gerechtfertigt? Nun, nachdem Ben Bernanke eben nicht den Einstieg in den Ausstieg gewählt hat, muss man davon ausgehen, dass die Konjunkturdaten in Amerika das Wirtschaftsleben nicht so positiv ist, wie es uns versucht wird, plausibel zu machen, sondern dass es doch einiges im Argen liegt in Amerika. Im Gegensatz dazu muss man eben durchaus sehen, dass im Euroraum die Konjunkturdaten sich stetig verbessern, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in diesen Ländern wie Spanien, Portugal und vielleicht sogar in Griechenland. Und deswegen ist natürlich ein stabiler Euro und ein steigender Euro in so einer Situation durchaus gerechtfertigt. Sollte in dieser Situation, die Sie gerade beschrieben haben, also die amerikanische Wirtschaft kommt einfach nicht in Fahrt, ein Dollar, der weiter unter Druck gerät, weil noch mehr auch gedruckt wird, ist sicherlich auch ein Effekt, sollte da nicht der Goldpreis noch mehr steigen als die $70, die wir gesehen haben von 1300 auf 1370? Nun, ich glaube, der Goldpreis hat ja in den letzten Monaten schon heftig verloren, wie sich abzeichnete, dass es vielleicht doch wieder etwas aufwärts gehen könnte. Die Krisenwährung Gold war auf einmal nicht mehr so gefragt. Viele hatten auch Gewinne mitgenommen. Das führte doch schon auf einen deutlichen Rückgang des Goldpreises. Und dieser Rückgang des Goldpreises führt natürlich auch dazu, dass viele Minen weltweit auch bei diesem niedrigen Goldpreis nicht mehr zurechtkommen und eben dann die Produktion stoppen oder schließen. Und das führt natürlich zu einer Reduzierung des Angebots und sollte dann letztendlich dann den Preis auf dem jetzigen Niveau einigermaßen stabilisieren.
Herr Helmer, Sie gelten als einer der erfahrensten Menschen dort an der Börse in Frankfurt. In Ihrer beruflichen Karriere haben Sie im Prinzip alles schon erlebt, rauf und runter. Aber jetzt so eine Woche zwischen zwei Wahlen mit Fed-Entscheidungen, mit Allzeithochs in ja praktisch sämtlichen Ligen, DAX, MDAX, TecDAX. Haben Sie das schon mal erlebt? Und wenn die Woche jetzt vorbei ist, werden Sie dann zwei Kreuze machen am Sonntag oder drei? Ja, wahrscheinlich mache ich drei Kreuze, weil man kann ja diese ganzen Wahlsendungen nicht mehr hören, wo alle Kandidaten von links bis rechts mehr oder weniger immer wieder das Gleiche erzählen. Aber aus Erfahrung muss man dann schlicht und einfach sagen, wenn wir am Montag weiterhin eine konservative Regierung haben, wird der DAX sicherlich nochmal einen Schub bekommen. Sollte das nicht der Fall sein, alles andere könnte dann durchaus der Auslöser sein für eine länger anhaltende, schwächere Börsenphase. Fiedel Helmer, Kapitalmarktexperte von Hauck und Aufhäuser, einer der erfahrensten Köpfe an der Börse in Frankfurt. Vielen Dank fürs Interview. Einen guten Freitag noch. Kommen Sie gut durch den Hexensabbat und dann auch gut durchs Wahlwochenende. Danke.